Ja, grüß Gott, einen schönen Abend. Mein Name ist Marie-Therese Egretz. Ich bin Referentin auch bei den theologischen Kursen, bin Fundamentaltheologin und Dogmatikerin und habe mich schon sehr lange mit dem Theologen Dietrich Bonhoeffer auseinandergesetzt. Ja, ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich glaube ganz persönlich, dass Dietrich Bonhoeffer nicht nur einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts ist, sondern auch einer jener der Theologen, die heute, vielleicht auch besonders heute, ungebrochene Relevanz, Brisanz und Aktualität aufweisen. Dietrich Bonhoeffer. Wer ist Dietrich Bonhoeffer? Dietrich Bonhoeffer ist vielseitig bekannt. Ja? Wenn man den Namen Bonhoeffer erwähnt, in Kirchenkreisen, in Pfarrkreisen, dann wird vielen zunächst das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen einfallen. Ja? Dieses Lied ist ein Gedicht, oder da gibt es einige Vertonungen, gerade auch im evangelischen Raum, das zur Haftzeit Bonhoeffers entstanden ist. Ein weiteres Merkmal, das zu seinem Bekanntheitsgrad sicher wesentlich beigetragen hat, ist, dass Bonhoeffer Teil des nicht nur des Kirchenkampfes, des protestantischen Kirchenkampfes in Deutschland war, sondern dass er auch Teil jener Widerstandsgruppe der sogenannten Abwehr um den General und generalmilitärischen Kreis war, dem auch vielleicht der bekannteste Stauffenberg angehörte, und dass Bonhoeffer seine Aktivität in dieser Widerstandsgruppe mit seinem Leben bezahlt hat. Er wurde dafür inhaftiert und ist am 9. April 1945 dafür gehängt worden. Dietrich Bonhoeffer war auch ein junger, aufstrebender Theologe. Er hatte noch nicht sehr viel publiziert, aber das, was er publiziert hat, hat viel Aufsehen erregt, wurde sehr viel gelesen. Und das, was Bonhoeffer besonders spannend macht, und das hier ist wichtig zu verknüpfen, ist, dass Bonhoeffers politische Aktivität, Bonhoeffers Rolle im Widerstand, Bonhoeffer als Widerstandskämpfer, ganz, ganz eng verwoben ist mit seiner Theologie. Er hat die Kraft für seinen Widerstand und die Überzeugung für seinen Widerstand aus seiner Theologie geschöpft und er hat sein Handeln und seinen Widerstand in seiner Theologie reflektiert und er hat sich in seiner Theologie auch zunehmend abgehoben von völkischen Ideen, die auch sehr berühmte, sehr wichtige Theologen im protestantischen Raum zu der Zeit propagiert haben. Ja, ich möchte Ihnen heute in aller Kürze einige Stationen auf dem Weg dieses Theologen im und in den Widerstand nachzeichnen. Da es nämlich besonders wichtig ist, meiner Meinung nach eben gerade die theologischen Quellen und den theologischen Hintergrund genau zu beleuchten und zu sehen, wo denn genau die Wegscheiden liegen. Wo hat sich Bonhoeffer, wo hat er bestimmte Entscheidungen getroffen, bestimmte theologische Schwerpunkte gesetzt, die seine Theologie in diese Richtung gehen ließen. Zunächst einiges noch ganz kurz zum biografischen Rahmen, weil wir ja sagen, dass Leben und Werk hier verknüpft sind, zunächst eben zum Leben. Und dann habe ich für Sie vier wesentliche Stationen ausgesucht, die, ich glaube, auch wirklich die Säulen darstellen. Das wäre die Ekklesiologie, also sein Kirchenverständnis, seine Christologie, die ganz im Zentrum seiner Theologie steht, die Ethik und letztlich auch sein Weltverständnis. Ja, zum biografischen Rahmen. Bonhoeffer wurde 1906 in Breslau geboren. Die Familie ist alsbald nach Berlin übersiedelt. Er kommt aus einem großbürgerlichen Milieu, ist das sechste Kind, wobei es eine Zwillingsschwester hat, also sechste, siebte Kind der Familie Bonhoeffer, wobei der Vater ein sehr bekannter Psychiater gewesen ist. Er wächst eben in Charlottenburg wohl behütet auf.
Seine Entscheidung, Theologie zu studieren, ist für die Familie, obwohl es auch mütterlicherseits einen großen Theologen gab oder einen akademischen Theologen, doch überraschend. Er studiert von 1923 bis 27 evangelische Theologie in Tübingen, kurz in Rom und Berlin. Promoviert bereits 1927. Ja, hier verblassen alle Theologen meistens mit ein bisschen von Heid, mit 21, mit einer sehr wagemutigen ekklesiologischen Schrift. 1928 geht die Pfarrlaufbahn, evangelische, klassische, absolviert er sein Vikariat in Barcelona. 1929 bis 30 ist er Assistent an der Berliner Fakultät. 1930 habilitiert er mit 24 und verbringt einen Studienaufenthalt in New York. Ja, jetzt ändern sich langsam oder wird natürlich das politische Geschehen auch um ihn herum immer drängender und dringlicher. Er ist 1931 bis 1933 Privatdozent bereits an der Universität Berlin und gleichzeitig auch Studentenpfarrer an der Berliner TU. 1933 passiert Wesentliches in der evangelischen Kirche. Es gibt die sogenannte Braune Synode, in der die evangelische Kirche Deutschlands, also in dem es eine Reichskirchenwahl gibt, die evangelische Kirche Deutschlands wird gegründet und mit wirklich großer Mehrheit gewinnen diese Reichskirchenwahl die deutschen Christen. Das ist eben jene kirchliche Fraktion, die der NSDAP und Hitler zugeneigt ist. Gleichzeitig mit dieser Braunen Synode, Sie haben hier eine Fotografie, davon gibt es viele Fotografien, wo eben auch hohe Würdenträger die Hand zum Hitlergruß erheben. Verabschiedet die protestantische Reichskirche nun bestimmte Gesetze. Sie fügt den Arierparagraphen in die Verfassung ein. Der Arierparagraph sieht unter anderem vor, dass Judenchristen, also Getaufte, Christen jüdischer Herkunft nicht das Pfarramt antreten können und nicht die Pfarramtsausbildung antreten dürfen. Das wird Anlass für Bonhoeffer. Er schließt sich da natürlich anderen Theologen wie Martin Niemöller an, die da federführend sind, den sogenannten Bekenntnisstand auszurufen. Der Bekenntnisstand sieht in der protestantischen Theologie eben vor, dass der protestantische Christ mit seinem Gewissen selbst abwägen muss, ob die irdische Form der Kirche, die er vor sich sieht, tatsächlich Kirche ist. Wir haben also eine kriteriologische Bestimmung von Kirche. Kirche ist dort, wo das Evangelium verkündet wird und die Sakramente gemäß dem Evangelium gereicht werden. Wenn die Kirche davon abweicht oder die geschichtliche Form, dann darf der evangelische Christ den Bekenntnisstand, den Status Confessionis, ausrufen und sich von dieser Kirche den Rücken kehren. Und mit dieser Begründung wurde damals eben die bekennende Kirche ins Leben gerufen. Auch die bekennende Kirche soll eben schon sagen, der Titel, dass die Kirche ist, die dem wahren Bekenntnis quasi folgt. Ja, das war dann die Untergrundkirche, die Kirche im Widerstand, im Kirchenkampf, der sich Bonhoeffer angeschlossen hat und auch wesentliche Schriften mitverfasst hat, wie das Betheler Bekenntnis. Und im Ruf quasi dieser Kirche hat er nach ziemlich katholischem Vorbild, was auch interessant ist, er hat dort katholische Monasterien zunächst besucht, gründet er sogenannte Predigerseminare, eine Vikariatsausbildung, die er aber ziemlich monastisch eigentlich führt, mit Tagesgebet und Bibellesungen, Meditationen und so weiter. Prediger-Seminare sind zunächst in Finkenwalde vor allem und in Zingst, werden aber, nachdem er natürlich als Pastor der bekennenden Kirche sehr schnell ins Visier gerät, auch bald geschlossen. Bonhoeffer erhält Rede- und Schreibverbot.
Ja, führt aber diese Predigerseminare im Untergrund weiter. Ja, um die Zeit herum wird Bonhoeffer nun im Widerstand aktiv. Es war seine ganze Familie von Anfang an eigentlich dem Regime feindlich gesinnt oder ablehnend gegenüber gestanden. Und sein Schwager, vor allem Hans von Donani, der selbst im Justizministerium arbeitete und dadurch auch Einblick in bestimmte juristische Dokumente hatte, war hier sicher also sehr involviert. Und Bonhoeffer hat sich als V-Mann, könnte man sagen, dem Widerstand angeschlossen und hat vor allem seine ökumenischen Kontakte, die er hier schon sehr gepflegt hat, was er aktiv in der Ökumene genutzt, um Auslandsreisen ja, machen zu dürfen und dabei aber wesentliche Kontakte mit den Alliierten zu knüpfen. Ja, Bonhoeffer schließt sich also dieser sogenannten Abwehrgruppe, also einer, ja, einer der Gruppe um Admiral Canaris, die quasi eine Spionageabteilung im Dritten Reich waren, aber für die andere Seite eigentlich gearbeitet haben, also die Generäle hier eben ihren Widerstand formiert haben. 1943 verlobt er sich mit der noch sehr jungen Maria von Wedemeyer. In dieser Zeit schreibt Bonhoeffer an seiner Ethik, zu der ich heute noch komme. Es ist leider fragmentarisch geblieben und ist, würde ich sagen, vielleicht das Werk, das am explizitesten seine Aktivitäten im Widerstand begründet. Ja, er wird 1943 verhaftet mit auch einem Bruder von ihm und einer Schwägerin, die zwar wieder freigelassen wird, die Brüder bleiben in Haft und die Schwager auch. Und wird im berühmten Tegeler Militärgefängnis inhaftiert, von wo er bald auch den Briefverkehr mit seinem wichtigsten Freund Eberhard Bethge aufnimmt. Und das sind sehr berühmte Briefe aus der Tegeler Haft, die heute noch überliefert sind und sehr viel rezipiert werden. Ja, am Anfang, also er wird unter dem Vorwurf der Wehrmachtsersetzung inhaftiert. Am Anfang wird noch ziemlich emsig nach Beweisen gesucht. Am Anfang wird die Gestapo da nicht fündig. Dann kommt es aber zu einem Aktenfund, zu einem Zossener Akt in Zossen, in der Hans von Donani eigentlich für die Nachwelt bestimmte Gräueltaten dokumentiert hat und hier leider auch die Mittäterschaft und Namen genannt werden, wonach sich das Blatt natürlich sehr ändert. Dazu trägt auch maßgeblich bei das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 natürlich. Ja, Bonhoeffer wird dann in den berüchtigten Gestapo-Keller in der Prinz-Albrecht-Straße verlegt, kommt dann nach Buchenwald und letztlich ins KZ Flossenbürg, wo einen Tag vor ihm Canaris, also Admiral Canaris, General Osters, also federführende Häupter dieser Widerstandsbewegung, gefoltert und hingerichtet werden. Bonhoeffer wird in den frühen Morgenstunden des 9. April 1945 gehängt. Es wird gerne berichtet, dass Bonhoeffer ja sehr verklärt und aufrecht zum Galgen geschritten ist, noch ein Gebet berichtet hat. Das ist zum Teil wahr, also es ist tatsächlich belegt und auch schriftlich belegt, dass er, als er von Buchenwalde dann nach Flossenbürg gekommen ist, dass er gesagt hat, das ist das Ende, aber für mich der Anfang. Was Flossenbürg betrifft, weiß man heute, dass er wahrscheinlich nackt auf Klavierseiten aufgehängt wurde und gefoltert wurde. Das heißt, das ja, hat er sich natürlich den Zorn des Regimes zugezogen. Hitler hat noch aus dem Bunker heraus persönlich den Befehl gegeben. Ja, Bonhoeffer hat in seiner Rezeption es gar nicht leicht gehabt, ja. Also es wurde auch erst vor, ich weiß jetzt nicht, 10 Jahren, 5 Jahren, noch ein Deutscher, weiß nicht, ob Landtagsabgeordneter, glaube ich, musste sein Amt niederlegen, weil er Bonhoeffer einen Volksverräter genannt hat. Ja? Und das war natürlich eine Meinung, die lange noch kursiert hat.
Und erst 1996 wurde dieses Todesurteil offiziell zurückgenommen und Bonhoeffer rehabilitiert. So viel zu den Eckdaten. Was ist jetzt nun aber mit seiner Theologie, die diesen aufrechten Weg unterstützt hat? Zunächst zur Ekklesiologie. Kirche als Dasein für andere. Ja, das formuliert Bonhoeffer ganz am Ende seines Weges in einer Notiz aus den Briefen aus der Haft, wo er das dann ganz pointiert zu Protokoll gibt. Kirche ist überhaupt nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das, was bei Bonhoeffer sehr, sehr wichtig ist, ist das personaldialogische Motiv. Dieses personaldialogische Motiv, das wir wahrscheinlich am ehesten von der, also allgemein bekannt ist aus der Theologie Martin Bubers. Erst in der Begegnung mit dem anderen Menschen, am Du, wird das Ich zum Ich. Der Mensch ist keine isolierte Kapsel, und wenn er das ist, dann wird er seiner selbst nicht gerecht. Sondern der Mensch ist eigentlich, entspricht seiner Bestimmung, entspricht dem, was er sein kann, wenn er in Beziehung mit dem anderen Menschen steht, und dadurch erfährt er eigentlich, wer er wirklich ist. Und das ist Bonhoeffer sehr, sehr wichtig. Da schließt er natürlich an die lutherische Theologie an, die Sünde theologisch definiert mit Augustinus als das Herz, das in sich selbst verkrümmt ist. Das heißt, Egozentrismus, der um sich selbst kreisende Mensch, ist der Mensch, der sündig ist letztlich, der sich der Welt und der Wirklichkeit verschließt und weder sich selbst, Gott noch dem anderen Menschen gerecht wird. Bonhoeffer versucht jetzt dieses personaldialogische Denken, dass der Mensch eigentlich seinem Wesen entspricht, wenn er frei ist für den anderen, wenn er in dieser Beziehung lebt, stellvertretend für den anderen ist, mit folgendem Motiv oder mit folgendem Wunsch. Was er versucht, ist auch protestantisch einen Kirchenbegriff stark zu machen, der sich auf sichtbare Strukturen stützt. Wir haben davor im 19. Jahrhundert sehr lange den protestantischen Weg, sich von jedem Dogma und von sichtbaren Kirchenstrukturen abzuwenden und Kirche stärker, sagen wir, in einem Kulturprotestantismus oder in der Innerlichkeit zu verorten. Bonhoeffer ist es aber wichtig, dass es auch eine starke kirchliche, sichtbare Struktur gibt. Damit ist er nicht alleine. Das machen viele protestantische Theologen zu dieser Zeit. Nur begründen diese oder verknüpfen diesen Wunsch sehr bald mit einem völkischen Denken. Ja? Das heißt, mit einer Begründung oder Herleitung einer geschichtlichen, faktischen Struktur direkt aus dem Willen Gottes. Und dann kommen wir natürlich auch sehr schnell zu einem gewissen Kurzschluss, ja? Dass so wie das starke Volk ist oder wie die starke Kirchenstruktur da ist in ihrer völkischen Verfasstheit, das ist Gott gewollt. Ja, und so führt Gott die Kirche durch die Geschichte. Dem entgegnet Bonhoeffer einiges. Ja. Es ist nicht die gottgewollte, direkt vom göttlichen Willen abgeleitete Kirche, sondern es ist die Kirche, die da zustande kommt, wo die Gemeinde auf den anderen hin persönlich, also in dieser personaldialogischen Struktur, eben nicht bei sich bleibt, sondern hier eine bestimmte Präsenz ausbildet. Und in dieser Präsenz ist sie Christus als Gemeinde existierend. Christus als Gemeinde existierend. Ja? Und zwar jene vom Geist erfüllte Kirche. Das heißt, Kirche ja, präsent ja, aber eben als wirklich gewordene Beziehungsgemeinschaft. Das ist wichtig. Kirche als Mitte der Welt. Und da habe ich Ihnen jetzt Zitate mitgebracht. Da müssen wir weiter klicken. Bonhoeffer ringt also um den geschichtlichen Ort der Kirche.
Er ringt um eine präsentische Struktur, ja. Und trotzdem begründet er, wo kein menschlicher Ort mehr die Kirche begründen kann, ist der Ort der Kirche. Eigentlicher Ort der Kirche ist die kritische Mitte der Welt, wo man ganz ortlos, wo man an der Peripherie ist. Da ist die kritische Mitte der Welt. Ja, diese Worte von der Peripherie, die kommen uns bekannt vor, das nimmt Papst Franziskus gerne in den Mund. Ja, die Kirche ist das Feldlazarett und sie ist dort, muss dort sein, wo die Peripherie ist. Und das ist ein Motiv, mit dem Bonhoeffer sehr viel spielt. Ja. Kirche ist in der Mitte, aber nie im Sinne einer Verfügbarkeit. Nie im Sinne, dass der Mensch darauf zeigen könnte und sagen kann, ich bin die Mitte. Oder auch die Kirche sagt, ich bin die Mitte. Sondern die Mitte, das ist die Unverfügbarkeit Gottes. Und diese Unverfügbarkeit wird immer eine Kritik bleiben. Vielleicht kennen Sie das auch hier im Stephansdom, als dieser berühmte Gottesdienst, nachdem Innitzer die Seiten ein bisschen, also gewechselt hat zum Guten hin, gab es doch diese Widerstandsmesse hier im Stephansdom. Ja? Und da war die Parole, wir haben nur einen Führer. Und das ist Christus. Das heißt, als Korrektiv, nicht ein menschlich gemachter Ort, nicht ein menschlich gemachtes Ideal, sondern ein uns entzogenes, das uns aber trotzdem leitet. Daher ja, Mitte und trotzdem ortlos. Und da gehen wir gleich zum nächsten. Wo das Wort aufbricht, ist Kirche, ist Mitte der Christenheit, ist diese Kirche selbst als ganze Christenheit. Kirche ist dort, wo dem Wort geglaubt und gehorcht wird, dort ist die Mitte. Kirche ist die Mitte der Welt, ist die Gemeinde Gottes. Nicht so, dass Gemeinde auf sich selbst als Mitte zeigen kann, ein kleiner Seitenhieb, Rom, sondern sofern sie auf den Gott weist, der die Mitte einnimmt. Die Christenheit ist nicht der Welt entnommen, sie ist in den Alltäglichkeiten der Welt. Darum muss das Wort in der Sphäre des Alltags stehen. Die Kirche ist nicht Ausnahmelicht, sie ist nicht Trennung von Kirche und Welt. Da haben wir ein weiteres Korrektiv, etwas, was damals natürlich in der katholischen Kirche noch sehr stark war. Die Kirche ist die Idealgestalt, sie ist Societas Perfecta. Und sie steht sie ist das Haus voll Glorie, das über allen Landen steht, nicht bei Bonhoeffer. Bonhoeffer hat das Wort, Kirche ist mitten im Dorf, sie ist mitten in der Welt. Aber so, dass sie präsentiert einen Ort, den sie selbst eigentlich, über den sie nicht verfügen kann. Und dadurch wird sie kritisch, weil sie eben bestimmte Idealisierungen und Verabsolutierungen und Totalisierungen aufzeigen kann, ideologischer Natur. Gehen wir nochmal zurück, zwei Seiten. Und wir haben schon gesehen, es gibt keine Trennung von der Welt. Was Bonhoeffer ganz wichtig ist, es ist nicht die überzeitliche Welt, sondern es ist die Kirche. Es ist die Kirche, die nur Kirche ist, wenn sie im Hier und Heute ist. Und jetzt kommen wir zu einem der provokantesten Zitate Bonhoeffers. Jetzt wieder drei Seiten. Ja. Bonhoeffer überlegt auch jetzt schon sehr, denkt schon darüber nach, was die Kirche denn jetzt sagen müsste in dieser furchtbaren Situation, die er sehr hellhörig und hellsichtig betrachtet. Ja? Und überlegt, wann die Kirche und mit welcher Vollmacht sie überhaupt spricht. Und sagt hier, mit Vollmacht kann zu mir nur gesprochen werden, wenn ein Wort aus der tiefsten Kenntnis meiner Menschlichkeit mich in meiner ganzen Wirklichkeit hier und jetzt betrifft. Jedes andere Wort ist Ohnmacht. Das Wort der Kirche an die Welt muss darum aus der tiefsten Kenntnis der Welt dieselbe in ihrer ganzen gegenwärtigen Wirklichkeit betreffen, wenn es vollmächtig sein will. Die Kirche darf also keine Prinzipien verkünden, die immer wahr sind, sondern nur Gebote, die heute wahr sind. Denn was immer wahr ist, ist gerade heute nicht wahr. Gott ist immer gerade heute Gott. Jetzt könnten natürlich viele kritische Stimmen hier schreiben, das ist ja reiner Relativismus. Auch das ist ein Schlagwort, das wir lange gehört haben. Ja? Das ist aber nicht das, was Bonhoeffer meint, sondern er schöpft dieses Wort ja ganz aus dem Evangelium und die Kirche aus der Reflexion des Evangeliums. Nur trotzdem muss sie bedenken, was sie verkündet,
wenn sie das, was sie verkündet, auch wohin sie es verkündet, wann sie es verkündet, wo sie es verkündet. Und manchmal, so schreibt er dann weiter, kann es auch geboten sein, qualifiziert zu schweigen, sagt er. Ja? Also diese Frage, diese Überlegung, dass mit immer gültigen Prinzipien, die ich ganz über die Wirklichkeit und die gegebenen Umstände hin verkünde, vielleicht gerade eben nicht das Wort an den Menschen bringe. Jetzt kommen wir zur Christologie. Das, was Bonhoeffer ganz wesentlich ist oder bei ihm ganz wesentlich ist, ist, dass er Christus ins Zentrum stellt. Christus als Mitte und Grenze. Ich habe schon angedeutet, dass das andere völkisch-nationale Theologen im Nationalprotestantismus, dass sie viel ihrer Legitimierung dieser völkischen Perspektive aus einer sehr theonom ausgelegt haben. Das heißt, zu meinen, dass aus der Betrachtung des Faktischen geschlossen werden kann, dass das der starke Wille Gottes ist, ja, und der starke Arm Gottes, der offenbart sich quasi im stärkeren Volk und so weiter. Im Überlegenen und verknüpft mit einem Sozialdarwinismus im schlimmsten Fall. Das, was diesen Theologien fehlt, ist vielleicht eine gewisse Brechung. Eine Brechung eben dieser unmittelbaren Herleitung. Und für Bonhoeffer ist das die Christologie und für andere, für Karl Barth, da können wir das auch ganz stark wahrnehmen. Die Christologie bricht eine direkte, unmittelbare Herleitung, eine Idealisierung. Ja? Die Überlegung, dass ich ein Ideal, ein weltliches Ideal aufstellen kann und es direkt und es sofort vergöttlichen kann, also aus einem göttlichen Willen ableiten kann. Warum? Weil nämlich Christus ganz konkret ist. Ja, Bonhoeffer nennt Christus auch das Konkretissimum. Christus ist eben nicht der ideale Mensch. Er ist nicht ein abstraktes Ideal, sondern er ist der konkret gewordene Gott, der ganz wirkliche Gott. Und er ist auch als Person, und da nimmt ihn Bonhoeffer wieder in dieses personaldialogische Moment hinein, er beschreibt ihn, gerade in seiner Person ist er der jede Abstrahierung bricht. Was heißt das? Ja? Bonhoeffer sagt, es gibt nur eine Frage, die adäquat ist, wenn wir von Christus sprechen. Und das ist nie die Was-bist-du-Frage, weil die Was-bist-du-Frage, das ist die, die nach Einordnung in meine eigenen Kategorien strebt. Die möchte eine Schublade öffnen und sagen, aha, das bist du, ich kann dich in meinen Begriff einordnen. Sondern die einzig adäquate Frage wäre die Wer-Frage, weil für die Wer-Frage habe ich keine vorgefertigte Antwort. Die Wer-Frage, die fragt wirklich nach dem Unverfügbaren und muss es stehen lassen. Ja, das heißt, da bedient Bonhoeffer natürlich dann auch ein Moment lutherischer Theologie, wenn Christus, der ohnmächtig gewordene Gott am Kreuz, der ist, der den Reflexionsanspruch des Menschen bricht. Der Mensch, der Gott begreifen möchte, Gott in den Begriff stecken möchte. Auch ein ganz berühmter Satz Bonhoeffers ist, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Was heißt das? Wenn ich sage, es gibt Gott, dann habe ich ihn in weltliche Kategorien gezogen, dann habe ich ihn in einen Begriff gesteckt, dann habe ich ihn definiert. Und Definition heißt ja nichts anderes als Begrenzung. Ja? Dann ist aber Gott nicht Gott. Und daher einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Das heißt, das ist das erste Moment. Gott ist so konkret, er ist so konkret, dass ich ihn nicht in einen Begriff stecken kann. Das heißt, dieses Überbegriffliche, das steckt nicht einfach nur darin, dass Gott über der Welt ist, sondern auch darin, dass er wirklich Person geworden ist. Daher sagt Bonhoeffer, in der Existenzfrage liegt die Transzendenzfrage. Ja? Also weil der Mensch einem so konkret wird, so nahe kommt als Person und jeder Mensch entzieht sich, jeder noch so geliebte Mensch entzieht sich mir irgendwann einmal in den Tod. Also ich kann eine Person nicht festhalten.
Und das macht Bonhoeffer, wendet er auf Christus an. Ja, vielleicht machen wir das nächste Zitat. Christus als Wort Gottes im Sinne der Anrede, im Sinne der Beziehung, bedeutet nicht Christus als zeitlose Wahrheit, sondern in den konkreten Augenblick hineinbrechende Wahrheit als Anrede Gottes an uns. Christus ist darum nicht zeitlose allgemeine Idee, sondern er wird als Wort nur vernommen, wo er sich selbst vernehmen lässt. Also nicht ich definiere mir Christus, sondern er ist der Anredende, er ist der, der sich entzieht. Ja, und in dieser Beziehung, in der Bonhoeffer Christus sieht, ist er der Mensch, der für andere da ist. Das ist wiederum die Seinskategorie. Ja? Er ist der, der seine Freiheit gerade im Dasein für andere Menschen vollzieht. Daher bedeutet Nachfolge für Bonhoeffer letztlich auch diese relationale Freiheit. Auch der andere Mensch soll für den anderen da sein. Und zwar bis zur Selbstaufgabe. Und das heißt jetzt nicht in dem Sinn, dass wir jetzt einen Leidenspassionismus irgendwo begrüßen, aber dass es auch bedeuten kann, von seinem eigenen Geltungsanspruch Abstand zu nehmen. Aber dazu komme ich vielleicht dann noch bei der Ethik. Und es geht Bonhoeffer um den wirklichen Mensch. Jetzt habe ich ein langes Zitat, das aber auch sehr schön ist. Weil er da gerade in einer Zeit lebt, in der bestimmte Menschen idealisiert werden, zum Herrentum und so weiter erhoben werden und andere deklassifiziert. Ecce homo, um den menschgewordenen Gott, das unergründliche Geheimnis der Liebe Gottes zur Welt geht es. Gott liebt den Menschen, Gott liebt die Welt, nicht einen Idealmenschen, sondern den Menschen, wie er ist. Nicht eine Idealwelt, sondern die wirkliche Welt. Was uns verabscheuungswürdig ist in seiner Widergöttlichkeit, wovor wir uns zurückziehen in Schmerz und Feindschaft, der wirkliche Mensch, die wirkliche Welt, das ist für Gott unergründlich, Gott Grund unergründlicher Liebe. Damit vereinigt er sich aufs Innigste. Der Mensch soll und darf Mensch sein. Alles Übermenschentum, alles Bemühen, um den Menschen in sich hinauszuwachsen, alles Herontum, alle halbgöttlichen Wesen, fällt hier vom Menschen ab, denn es ist unwahr. Der wirkliche Mensch darf in Freiheit das Geschöpf seines Schöpfers sein. Gleichgestaltet mit dem Menschgewordenen sein bedeutet, Mensch sein zu dürfen, der man in Wirklichkeit ist. Schein, Heuchelei, Krampf, Zwang, etwas Besseres, Idealeres zu sein, als man ist abgetan. Gott liebt den wirklichen Menschen. Gott wurde wirklicher Mensch. Ja, das heißt, Inkarnation bedeutet vor allem eben Durchbrechung dieses Ideals, ja? Sondern wirklicher, also Konkretion, ja? Der ungeschminkte Mensch, ja? Der wirkliche Mensch. Und diese Wirklichkeitserfassung und Hinwendung zur Wirklichkeit, das wird das sein, was Bonhoeffer so antreibt. Ja, Bonhoeffer wendet sich bereits 1933 den dringenden Fragen zu. Er schreibt einige wichtige Aufsätze, unter anderem die Kirche und die Judenfrage. Dann ein Radiovortrag, der abgebrochen wurde, der Führerbegriff und die junge Generation. Die entstehen alle um diese Zeit. Vielleicht ist auch wichtig zu sagen, dass Bonhoeffer selber eine Wandlung durchzieht. Ja? Es gibt ganz frühe Vorträge von Bonhoeffer, obwohl er 1921 durchaus schon seine Theologie vorbereitet. So gibt es aus der Barcelona-Vikariatszeit durchaus auch Vorträge, die nationalprotestantischer im Klang fast nicht sein könnten. Und trotzdem entwickelt sich Bonhoeffer. Das ist auch wichtig mitzubedenken. Und gerade in der Judenfrage, weil wir ja dieses Zitat von Bonhoeffer, das mündlich überliefert ist, im Vortragstitel haben, ist natürlich zu sagen, dass es radikalere Theologen gegeben hat als Bonhoeffer, was die Judenfrage betrifft. Ja? Also Bonhoeffer unterschreibt vielleicht auch noch etwas zu naiv die Gottesmordthese. Ja? Also dass das jüdische Volk eben Christus
angewiesen hat und daher ein geächtetes Volk ist. Ja? Also auch diese Anklänge gibt es durchaus bei ihm. Ja? Und auch hier entwickelt er sich weiter, ja? Also, obwohl sich diese Passagen finden, ja? Und kommt dann eben zu ganz starken ekklesiologischen und ethischen Handlungsschritten. Ja? Dazu komme ich auch noch. Ja, er schreibt seine Ethik und die Ethik ist wirklich vielleicht so das stärkste Widerstandsbuch, obwohl man das natürlich in anderen Schriften auch findet. Ja. Das, was Bonhoeffer in der Ethik so stark umtreibt, ist auch die Verzweiflung vor dem oder um das, die Sorge oder das Betrachten, dass seine eigene Kirche hier so kläglich versagt. Nicht nur die Reichskirche, sondern auch die bekennende Kirche. Auch die tut nicht genug. Ja? Die erhebt ihre Stimme nicht genug. Und Bonhoeffer überlegt, warum. Und das, was er in seiner Ethik schreibt, das, den Begriff hören wir jetzt in der Corona-Krise wieder häufig, diese Weber'sche Unterscheidung zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Bonhoeffer schreibt eine radikale Verantwortungsethik, die er aber wieder christologisch, theologisch begründet, was das Interessante ist. Ja? Das, was sein Ausgangspunkt ist, ist eine radikale Reflexionskritik. Und zwar ist er der Meinung, dass der Mensch, wenn er immer nur reflektiert und wenn er in seinem Denken verharrt und jedes menschliche Denken ist zirkelhaft, das heißt, wir können nicht über unser Denken erheben, wir können aus diesem Zirkel nicht hinaus, wir können nicht vor unseren Anfang denken, oder, das heißt, es hat eine Zirkelstruktur, dass wir dann Gefahr laufen, auch nicht zu handeln. Ja, sondern immer nur im Denken und im Abwägen moralischer Dilemmata und so weiter zu verbleiben und letztlich bei uns zu bleiben. Und auch das Wagnis, das nur seiner Meinung nach nur im Glauben gefunden werden kann, dieses Wagnis der Tat auch einzugehen. Ja, daher entwickelt er zunächst eine scheinbare Dichotomie von Einfalt und Klugheit und sagt, ja, es braucht diese Einfalt, dieses sich ganz in den Glauben, in die Schrift, in zu begeben und eben Abstand zu nehmen von all diesen reflexiven Größen und jetzt einfach einmal quasi im Vollzug des Glaubens den Schritt zu wagen. Und diesen Schritt aber natürlich auch nicht, er vergleicht es dann mit Don Quixote, also keine Don Quixoterie, nicht gegen Windmühlen anzurennen, ihn dann schon wieder zu reflektieren, aber trotzdem in Vollzug des Glaubens einfach einmal darauf vertrauen, dass auch auf die Erlösungstat und den Erlösungshorizont Christi. Ja, und das zu wagen, was zu wagen, das, was so wichtig ist, was ich wagen soll, diese Tat, die der Mensch gehen soll, die erfährt er nur aus dem Anspruch der Welt heraus. Das ist keine zeitlose, weltlose Eingebung, sondern das erfährt er, wenn er sich dieser Wirklichkeit der Welt wirklich auch stellt. Und das wäre wieder die Reflexionskritik, warum der Mensch denn einfältig sein soll, weil er, wenn er immer in seinen Denkkategorien bleibt, dann läuft er Gefahr, im Reich seiner eigenen Vorstellungen zu bleiben. Ja, das ist auch ein Hegelscher Gedanke. Also er bleibt bei seinen eigenen Vorstellungen, bei seinen eigenen Begriffen, bei seinen eigenen Ideen. Aber er gewinnt eben gerade nicht die fremde Perspektive, die aufrüttelnde Perspektive. Und er erfährt nicht den Anspruch Gottes in dieser Welt. Daher gilt es ihm, eben zunächst einmal Wirklichkeit erfassen zu können. Das heißt, aus diesem Reflexionszirkel auszubrechen. Und im Erfassen der Wirklichkeit dann wirklichkeitsgemäß handeln zu können. Und dem Anspruch Christi antworten zu können, daher Verantwortung. Ich habe hier ein Zitat wieder. Der Verantwortliche ist an den konkreten Nächsten in seiner konkreten Wirklichkeit gewiesen. Sein Verhalten liegt nicht von vornherein und für allemal, also prinzipiell fest, sondern entsteht mit der gegebenen Situation. Es gibt kein allgemeingültiges Prinzip,
Er hat kein allgemeingültiges Prinzip zur Verfügung, das er fanatisch gegen jeden Widerstand der Wirklichkeit durchzuführen hätte, sondern er sucht das in der gegenwärtigen Situation notwendig. Ja, auch das könnte man natürlich jetzt im Sinne einer Situationsethik bekritteln. Ja, ist aber wiederum mit der theologischen Fundierung, die Bonhoeffer dieser Verantwortungsethik gibt, eigentlich nicht das Gemeinte, ja, dass der Mensch nur völlig in der jeweiligen Situation aufgeht. Ja, weil er verknüpft das Ganze ja mit, wie er dann sagt, dem Verantwortlichen, also wem wir verantwortlich sind, also mit einer Glaubensperspektive. Trotzdem hören Sie hier natürlich wiederum diese Bonhoeffer so wichtigen Worte wie das Konkrete, ja, die Wirklichkeit. Ja, kein allgemeingültiges Prinzip. Ja, gehen wir noch weiter. Das, was Bonhoeffer dann nach und nach abklopft. Und er sagt, er lebt, um die 40er Jahre schreibt er das, in einer Zeit der Verblendung, ja, in der Gräueltaten oder Unmenschliches unter ganz hehren Begriffen und heroischen Begriffen daherkommt. Ja, also wo Gut und Böse eigentlich nicht mehr klar zu unterscheiden sind. Und das ist die Schwierigkeit. Und er sagt, der Mensch jetzt, der so gerne reflektieren möchte und der so gerne eine Entscheidung treffen möchte aufgrund seiner Prinzipien, der versagt hier eben kläglich. Und er nimmt sie dann diese Säulen, auf die der Mensch sich in seiner moralischen Urteilsfindung so gerne stützt, nimmt es sich dann einzeln vor. Ja? Zunächst eben die Vernunft. Offenkundig ist das Versagen der Vernünftigen, die in bester Absicht und naiver Verkennung der Wirklichkeit das aus den Fugen gegangene Gebälk mit etwas Vernunft wieder zusammenbiegen zu können meinen. In ihrem mangelnden Sehvermögen wollen sie allen Seiten Recht widerfahren lassen und werden durch die aufeinanderprallenden Gewalten zerrieben, ohne das Geringste ausgerichtet zu haben. Enttäuscht über die Unvernünftigen der Welt, sehen sie sich zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Treten sie resigniert zur Seite oder verfallen haltlos dem Stärkeren. Das ist das klassische moralische Dilemma. Ja? Naja, man muss ja alle Seiten bedenken. Sicher auch ein vernünftiges Prinzip. Ja? Nur, das sieht Bonhoeffer eben ganz klar, kann ich vor lauter Abwägen aller Seiten letztlich dabei enden, dass ich gar nichts tue. Ja, und Ähnliches sagt er über die Pflicht, aber dann geht er weiter. Freiheit greift sogar die urprotestantische Kategorie des Gewissens an. Nicht, auch die genügt nicht. Ja. Zur Pflicht sagt er, aus der verwirrenden Fülle der möglichen Entscheidungen scheint der sichere Weg der Pflicht herauszuführen. Hier wird das Befohlene als das Gewisseste ergriffen. Die Verantwortung für den Befehl trägt der Befehlsgeber, nicht der Ausführende. In der Beschränkung auf das Pflichtgemäße aber kommt es niemals zu dem Wagnis der auf eigenste Verantwortung hin geschehenen Tat, die allein das Böse im Zentrum zu treffen und zu überwinden vermag. Der Mann der Pflicht wird schließlich auch noch dem Teufel gegenüber seine Pflicht erfüllen müssen. Ähnliches sagt er dann über die Tugendhaftigkeit, auch sehr zynisch. Und letztlich summiert er dann, das Ganze stammt aus einem Brief, den er kurz vor der Inhaftierung schreibt, wo er dann 10 Jahre im Widerstand quasi reflektiert und es gilt auch als sogenannter Rechenschaftsbericht und da schreibt er dann schon ziemlich resigniert, wer hält stand? Allein der, dem nicht seine Vernunft, sein Prinzip, sein Gewissen, seine Freiheit, seine Tugend der letzte Maßstab ist, sondern der dies zu opfern bereit ist. Wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat gerufen ist, der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will, als Antwort auf Gottes Frage und Ruf, wo sind diese Verantwortlichen? Ja, er findet sie in seiner Kirche, vermisst sie schmerzlich in seiner eigenen Kirche. Ja, Bonhoeffer reflektiert dann auch so urprotestantische Kategorien wie die zwei Regimentenlehre, die zwei reiche Lehre, was vielleicht auch eine gewisse Falltür im Nationalprotestantismus gewesen ist.
Wobei wir auf katholischer Seite trotzdem, würde ich sagen, in die Falle getappt sind. Ja? Ja, also diese Überlegung, dass, also die Frage, wo denn Kirche denn wirklich eingreifen darf in die weltliche Obrigkeit, ja? Weil es eben ein göttliches Regiment gibt, das den Menschen in seinem Innerlichen trifft, und dann gibt es das rein Äußerliche. Das hatte Luther reflektiert eigentlich aus sozialkritischer Perspektive heraus, ja? um den Menschen den Bereich der Unmittelbarkeit und Gott, also zu Gott, garantieren zu können. Ja. Das kann aber auch dazu führen, dass sich die Kirche eben nicht einmischt in das andere Regiment. Ja. Und Bonhoeffer wird da immer radikaler, ja. Letztlich sieht er dann keine Trennung mehr, aber er reflektiert zunächst, nein, die Kirche muss eben auch trotzdem in dieses weltliche Regiment eingreifen und sie muss riskieren, dem Rat auch in die Speichen zu fallen, ja. Also drauf zu gehen. Und das ist das, was dann Bonhoeffer letztlich auch mit diesem Dasein für andere meint, in aller Radikalität. Ja? Dasein für andere bis zur Selbstaufgabe heißt im Sinne der Kirche, nicht am Schluss auf die eigenen Pfründe zu schauen und nicht am Schluss zu schauen, wo man sich im Politischen noch arrangieren kann, damit man eben irgendwo noch bestehen bleibt. Und er sagt, in der radikalen Nachfolge heißt das Dasein für andere bis zur Radikalität der Aufgabe. Und Bonhoeffer, das habe ich jetzt leider nicht für Sie ausgedruckt, ich werde es Ihnen aber vorlesen, weil es doch sehr bewegend ist. 1941 schreibt Bonhoeffer bereits ein Schuldbekenntnis für die Kirche. 1941. Und er schreibt, unter anderem, die Kirche bekennt ihre Verkündigung von dem einen Gott, der sich in Jesus Christus für alle Zeiten offenbart hat und der keine anderen Götter neben sich leidet, nicht offen und deutlich genug ausgerichtet zu haben. Sie bekennt ihre Furchtsamkeit, ihr Abweichen, ihre gefährlichen Zugeständnisse. Sie hat ihr Wächteramt und ihr Trostamt oftmals verleugnet. Sie hat dadurch den Ausgestoßenen und Verachteten die schuldige Barmherzigkeit oftmals verweigert. Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie. 1941. Ja, kurz. Ja, und Bonhoeffer taucht immer stärker ein in dieses Bedenken, die Betrachtung der Wirklichkeit. Und so stößt er dann letztlich vor zu der Reflexion, dass der Mensch nur in der tiefen Diesseitigkeit der Welt wirklich glauben lernt. Er reflektiert in den Briefen die mündig gewordene Welt, auch die religionslose Welt, und sagt, vielleicht ist die religionslose, die gottlose Welt die, die Gott näher ist. Warum? Weil in der gottlosen Welt Gott nicht mehr in den Begriff gezwängt werden kann. Er kann nicht mehr instrumentalisiert werden. Ja? Und vielleicht ist dieses Zerbrechen des Begriffs die Möglichkeit, dass Gott in seiner Transzendenz wieder wahrgenommen wird und in der Transzendenz und Konkretion, die das Ideal bricht und die Ideologie bricht. Ja, und so sagt er, und ich bin schon bei meinem letzten Zitat, und das schreibt Bonhoeffer im Gefängnis, und er schreibt das nach dem 20. Juli 1944, wo er schon gewusst hat, wohin der Weg geht. Ich habe in den letzten Jahren mehr und mehr die tiefe Diesseitigkeit des Christentums kennen und verstehen gelernt. Nicht ein Homo religiosus, sondern ein Mensch schlechthin ist der Christ, wie Jesus Mensch war. Nicht die platte und banale Diesseitigkeit der Aufgeklärten, der Betriebsamen, der Bequemen oder der Lasziven, sondern die tiefe Diesseitigkeit, die voller Zucht ist und in der die Erkenntnis des Todes und der Auferstehung immer gegenwärtig ist, meine ich. Ja, so viel. In der tiefen Diesseitigkeit lernt der Mensch wirklich Christ zu sein. Ja, das war ein kurzer Stationenweg zum Weg Dietrich Bonhoeffers. Vielen Dank und noch eine schöne lange Nacht.